Wir befinden uns in einer Zeit, wo die Gefahr militärischer Konflikte in der ganzen Welt zunimmt. Trump kündigt den INF-Vertrag, der bislang die nukleare Abrüstung forcieren und den Planeten sicherer machen sollte. Mit dem Projekt PESCO soll eine europäische Armee ins Leben gerufen werden. Und zur Einhaltung des 2%-Ziels der NATO sollen in Deutschland die Militärausgaben bis 2024 um 60 Milliarden Euro steigen. Wichtiges Geld, das für Schulen, für Krankenhäuser, für die gesamte öffentliche Infrastruktur fehlt. Die Vorzeichen stehen auf eine gefährliche Art und Weise auf Militarisierung und Aufrüstung. Wir brauchen stattdessen ein europäisches Friedensprojekt. Eines, das den Menschen die Angst vor Verwüstung und Leid nimmt und ihnen Sicherheit gibt. Deutschland sollte seiner historischen Verantwortung in der internationalen Politik gerecht werden und sich weltweit konsequent gegen Krieg, gegen Aufrüstung, gegen Atomwaffen und Rüstungsexporte stellen. Also lasst uns am 26. Mai bei den Europawahlen ein Zeichen setzen für Frieden in und außerhalb Europas.